So, Leute, wir machen jede Menge Spurs, insgesamt 5 Kilo. Ich weiß nicht, wie viel Rippchenstränge das sind. 9, glaube ich. Als erstes werden wir die Silberhaut abziehen. Ich werde etwas Senf verwenden, vielleicht ungewöhnlich. Wir werden die mit dieser Barbecue-Soße glasieren, dämpfen mit Granatapfelsaft. Und hier habe ich so ein Rub, wo Zucker drin ist. Das werden wir verwenden. Da ist auch schon Senf drin, aber ein bisschen werde ich die Rippchen einschmieren. Und als erstes ziehen wir die Haut ab. So, jetzt ziehen wir die Silberhaut ab. Dazu einfach so einen kleinen Löffel nehmen. Hier drunter fahren. Mit den Fingern drunter gehen. Und ja, einfach abziehen. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns wieder. Ja, hier sind unsere Rippchen. Da kommt etwas Senf drauf. Auf jede Seite gleich. Dann werde ich die gleich im Anschluss vakuumieren, weil wir werden die erst am nächsten Tag machen. Also 24 Stunden werden die auf jeden Fall mit dem Wrap verbringen. Und jetzt großzügig bestreuen. Wie gesagt, auf der anderen Seite genauso. Und wir sehen uns dann bei dem Pelletsmoker. Ja, Leute, wir machen heute unsere Rippchen. Als erstes werden wir die 3 Stunden räuchern. Dafür habe ich jetzt die draufgelegt. Natürlich gibt es diese Spare-Ribs-Halter, habe ich jetzt leider nicht hier. Sonst würde hier noch viel mehr passen, aber diese neuen Leiterstücke, die passen hier auch perfekt rein. Wichtig, Abstand dazwischen, dass sie sich nicht berühren. Hier Warmhalterost, da passen auch noch 2 rein. Und wir lassen die jetzt 3 Stunden in Ruhe bei 120 Grad, 100 bis 120. Ja. Deckel zu. Ich habe hier die Apfelpellets. Was ich dazu sagen wollte, das war jetzt ein 9-Kilo-Sack. Hier passen 10 Kilo rein. Letztes Mal haben wir 1 Stunde eingebrannt, 2 Stunden gegart, auch unter voller Last. Und da sind vielleicht ja 2-3 Kilo weg. Ganz okay. Wir werden heute ja langsam garen. Die Einstellung, wie gesagt, der Smoker wird erstmal langsam warm. Und wir sehen uns, sage ich mal, in 3 Stunden, wenn wir die mit dem Granatapfelsaft dämpfen werden. Ja, die Rippchen sind als 3 Stunden im Smoker bei 110 bis 120 Grad. Ich zeige euch mal den Pelletverbrauch. Ich habe hier mit den Finger so eine Linie gezogen. Hier natürlich, wo die Pellets reingezogen wird, ist hier ein kleiner Trichter entstanden. Man sieht hier das Gitter, aber was ist das? Das ist eigentlich für 3 Stunden fast gar nichts. Gefällt mir sehr gut vom Verbrauch. So, Leute, was wir jetzt brauchen, ist extra reißfeste Alufolie. Die habe ich doppelt gelegt. Man kann das in eine Aluschale machen. Bei der Menge habe ich so eine große nicht. Und wir legen einen Strang so hin, dass die Knochen halt hier nach oben zeigen. Und Kirschsaft, Apfelsaft, was ihr mögt, kippen das hier drauf. Das reicht schon. Dann nehmen wir noch einmal Rippchen und dann müssen wir das Ganze vorsichtig verpacken. Am besten erstmal so zusammenlegen und dann einwickeln, damit wir ein schönes Päckchen haben. Wirklich alles möglichst gut verpacken, damit der Dampf nicht entweicht. Plus darauf achten, dass die Folie auch nicht reißt. Aber in dem Fall sind die Knochen ineinander. Ja. Und das ist extra dicke Alufolie, zweimal zusammengelegt,
da passiert nichts. Und die packe ich jetzt ein und dann wandern die für 2 Stunden wieder auf den Smoker bei 120 Grad. Das reicht. Und wenn durch den Saft, der da drin ist, einfach gedämpft. Und dann packen wir wieder raus. Aber erstmal packe ich alles hier schön ein. So, wir machen dazu noch schnell gefüllte Kartoffeln. Dafür habe ich hier Kartoffeln vorgekocht. Sind abgekühlt, können auch vom Vortag sein, gekocht. Hier schneide ich einfach oben ein bisschen Haut weg. Man kann den natürlich auch halbieren, aber da braucht man die doppelte Fläche, um das aufzulegen. Das habe ich nicht. Und jetzt ganz vorsichtig mit kleinem Löffel aushöhlen und alles natürlich auffangen. So, hier sind die Kartoffeln alle ausgehöhlt. Die kommen jetzt mal zur Seite. Hier ist unsere Kartoffelmasse. Salz, Pfeffer, etwas Frischkäse und dann schmeckt das schon gut. Man kann da Bacon reinmachen. Ich mache hier Bärlauch, ein bisschen püriert mit Knoblauch. Einfach reinkippen, auch nicht alles. Ich nehme was für Fisch noch. Und dann ungefähr auf die Menge Kartoffeln, Hälfte an Frischkäse. So, ordentlich Salz, Pfeffer drauf. Und jetzt einfach mit der Gabel schön erstmal zermatschen, damit wir so eine Art Brei haben. Und jetzt ganz einfach kommt hier diese Füllung. Die ist ziemlich lecker. Wirklich Frischkäse, ein bisschen Bärlauch, Knoblauch. Mehr braucht man nicht. Man kann etwas von dem Öl noch oben drauf geben. Aber ich fülle die jetzt und die kommen später, wenn wir die Rippchen glasieren oder glasen, mit auf den Warmhalterost für 1 Stunde bei 120 Grad. Ja, Freunde, wir sind jetzt 5 Stunden um. Pelletsverbrauch ist in Ordnung, finde ich. Bei 120 Grad, wie gesagt. Also zwischen 110 und 120. Ich habe den Deckel vor 10 Minuten aufgemacht, weil ich schon mal die Kartoffel draufgelegt habe. So, was wir jetzt machen, wir backen die aus. Hier habe ich Barbecue-Soße. Ich werde vielleicht aus 1 oder 2 Folien ein bisschen den Saft, den Granatapfelsaft mit diesem Fett reinkippen, damit der ein bisschen flüssiger wird. Dann werden wir die drauflegen hier unten. Können ruhig übereinander liegen leicht. Und dann bleiben die nochmal für 1 Stunde bei 120 Grad, wo wir die 1 bis 2 Mal danach in Abständen von 20-30 Minuten überziehen werden wie mit Barbecue-Soße. Also ich mache das im Schnellverlauf und lasse euch dabei teilhaben. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier haben wir unseren wunderbaren Saft. Ah, das ist alles ziemlich heiß, aber wir haben hier Fett. Wir müssen natürlich den ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier haben wir unseren Saft. Das alles ist ziemlich heiß. Ja, die Rippchen sind super weich. Also, ja, das reicht eigentlich schon. Ein bisschen flüssiger machen. Ja, so, Freunde. Die Rippchen sind eingepinselt, hat wunderbar hier reingepasst, 9 Stück. Ich mache den Deckel wieder schnell zu, damit der Pelletsmoker nicht unnötig hier belastet wird. Wie gesagt, 1 Stunde, 2 Mal wiederhole ich das noch ein bisschen drüber streichen, aber nur von oben, wir brauchen ihn nicht mehr zu drehen. Und dann ist das Ganze fertig. So, knapp über 6 Stunden sind rum, was den Pelletverbrauch angeht, keine Ahnung, 3,5 Kilo sind weg. Und jetzt kommen wir zu dem Ergebnis. Und Leute, das Ganze sieht so aus. So sehen die Kartoffeln aus. Die haben auch ein bisschen Bräune abgekriegt. Durch den Rauch wahrscheinlich. Aber jetzt zeige ich euch was. Und zwar diese Rippchen. Ja, ich finde, die sind perfekt geworden.
die fehlt schon ein Stück. Man kann hier die Knochen rausziehen ohne irgendwas. Überall funktioniert das ohne Probleme. Und ich probiere das kleine Stück hier mit euch. Aber ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist schön rosa, durch den Rauch wahrscheinlich. Und schaut euch, wie saftig das Ganze ist. Ja. Ich werde nicht mehr probieren, was soll ich dazu sagen. Also der Wrap, der war ja fertig, der hat sehr gut geschmeckt. Granatapfelsaft. Ich glaube, da schmeckt man nicht wirklich viel Unterschied, ob das jetzt Apfelsaft ist. Hauptsache, da ist gewisse Feuchtigkeit, dass das Fleisch gedämpft wird. Und halt diese Barbecue-Soße nimmt die, die ihr gerne mögt. Und das zum Schluss, zu finishen, das unterstreicht einfach nochmal den Geschmack von dem Spare Ribs oder von dem Rippchen. Ich mache jetzt den aus, werde das runternehmen, aber ihr habt gesehen, ich finde, es sieht okay aus für das erste Mal, dass ich 3-2-1 Rippchen gemacht habe. Ich habe natürlich schon jede Menge Rippchen gemacht, aber genauso noch nicht, aber ich bin zufrieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.